Vor langer Zeit gab es Wesen namens Zentauren, die waren halb Mensch und halb Pferd. Und sanft und friedliebend waren sie nicht gerade, nein, nein, mit einer einzigen Ausnahme. Und die hieß Cheiron. Cheiron war ein dufter Kerl und weise und schlau und ein toller Heiler. Doch in einer Schlacht zwischen Herakles und Cheirons Brüdern, da traf ihn ein Giftpfeil am Knie. Cheiron litt sehr, konnte aber nicht sterben. Als Spross der Götter war er nämlich unsterblich. Das tat dem Obergott Zeus dann so leid, dass er Cheiron als Sternbild am Himmel verewigte. Thank you.